Was verstehen wir unter dem Begriff Leidenschaft? Ist es die Bereitschaft, Leiden zu empfinden? Eine aus Leidenschaft umgesetzte Tat bringt uns in den Zauber der Gegenwart, in dem die Zeit zum Stillstand kommt. Der Moment wird von Magie verzaubert. Alles ist dann gut, so wie es ist. Wir tun genau das, was wir gerne tun. Unser Herz ist voller Liebe erfüllt. Wie fühlt sich im Gegenzug ein Leben ohne Leidenschaft an? Eher fade, wie man sich das Leben eines Roboters vorstellt. Man funktioniert einfach nur. Viele Menschen leben völlig angepasst, frei von Leidenschaft, als würde es für sie einfach nicht existieren. In diesen Fällen kann es sein, dass diese schon im Kindesalter ein einengendes Glaubensmuster inhaliert haben. Sie denken vielleicht, dass sie kein Anrecht für Leidenschaft haben. Sie begrenzen sich womöglich beim Verfolgen eines Zieles, da dies egoistisch wirken kann. Sie sind gefangen von der Meinung anderer. Sie tauchen ein in ein Bad der Hoffnungslosigkeit. Eine Stimmung der Resignation breitet sich aus, sodass sie sich auf bescheidenste Weise nichts mehr wünschen. Da ist ihrem festen Glaubenssatz entsprechender Meinung nach eh ein unerfüllter Traum bleiben wird. Wie stark ist deine Verbindung zu deiner Leidenschaft? Was erfüllt dich mit Leidenschaft? Stehst du morgens auf, bist gefangen, gelangweilt und verloren oder sprudelst du voller Ideen, die du in der Tat umsetzen möchtest? Hindert dich etwas daran, deine Leidenschaft zu leben? Das zu tun, was du liebst? Viele Menschen betrachten ihren Job oder das ihnen zur Verfügung stehende Geld als Ursache für ihre Einschränkung. Thank you.
sie trauen es sich nicht zu, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Liebhaberei bestreiten zu können. Es soll nicht sein, da es einfach nicht greifbar ist. Leider engen wir uns mit dieser Gedankenform ein und verschließen uns für den Fluss des Erfolgs. Eingeschränkt werden wir durch das Bedürfnis nach Sicherheit und durch die Ängste des Egos. Befreie dich von diesen Ängsten. Du kannst eintauchen in ein Bad der Freiheit, wenn du erkennst, dass es sich nur um Angst handelt. Eine einengende Illusion, die eingetauscht werden kann durch Gefühle von Liebe und Vertrauen. So erwächst wieder die Lebensfreude und Kreativität. Solltest du einen Traum mit Unterstützung deines Egos vor langer Zeit tief vergraben haben, so ist es heute, hier und jetzt möglich, diesen Traum wieder voller Leidenschaft und Zuversicht an die Oberfläche zu bringen, damit die Früchte zutage kommen können. Deine Träume sind ein Teil von dir, die ein Anrecht darauf haben, voller Leidenschaft ans Licht gebracht zu werden. Es gibt niemand, der dir dabei im Wege stehen darf. Auch nicht dein Ego. Betrachte deine Bedürfnisse und Vorlieben als wertvolle Hinweise, die dich an dein Ziel heranführen. So erfüllt sich dein Leben mit deinem tiefen Sinn und deine Seele kann frei singen und lachen. Du darfst ein Leben voller Reichtum genießen. Tauche ein in deinem Inneren und prüfe, ob es noch einen vergessenen oder unterdrückten Traum gibt. Schenke diesem Traum Raum, pflanze ihn ein als Samen in deinem Leben. Er wird durch deine Liebe genährt, Tag für Tag.